Ein wunderschönes Hallo zu Bioshock. Wir nehmen heute Bioshock auf, wie man das vielleicht erahnen kann gerade. Fange ich neu an, ist klar. Ich sollte vielleicht sagen, dass auch dann hier dieses Weiter erklärt. Ich habe das schon mal mit einer Freundin angezockt. Darum kenne ich das schon so ein bisschen. Zumindest den Anfang. Das erklärt dieses Weiter halt, deswegen, ne? Wollte ich direkt von vornherein sagen, nicht, dass dann da irgendwelche blöden Sachen kommen. Wieso steht in der Weiter? Du hast das ja schon mal gespielt. Ja, ich hab's schon mal angezockt. Und ich hoffe, dass das auch alles von den Optionen und so passt. Mach mal hier eben Audio. Habe ich jetzt so eingestellt. Keine Ahnung, ob das in Ordnung ist oder nicht. Werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach ein neues Spiel an. Und hey ho. Und ich bin ein Shooter, ja, doch Neuling, weil ich habe nicht so mit Shooter-Games eigentlich, deswegen mache ich mir das auf leicht. Da könnt ihr gerne alle zu meckern und bläh, ist mir völlig egal, weil ich will einfach nur, ich habe Bock, das Spiel zu zocken, weil das ein richtig geiles Spiel ist und ich habe eigentlich keine Lust, alle 5 Minuten zu sterben und das wird passieren bei mir, weil ich wirklich, was Shooter angeht, so gar nicht so gut bin. Darum mache ich das so. Fertig. So, 1960 im Mittelatlantik. Film ab. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Bioshock. Aber ich weiß doch, dass ich was Besonderes bin. Komische Leute. Ja, wir trinken mal ein bisschen. Warum auch nicht, ne? Komm, schwimm hoch. Stella. Ja, gib die Perlen, die Perlen, die Perlen. Ah, Mann. Ich würde sagen, das war ein Teil vom Flugzeug. Und da sind wir. Das ist ja wunderschön hier. Richtig gemütlich. So. Wir sind in der Lage, uns zu bewegen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, gibt es nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Und zwar dahin schwimmen, wo kein Feuer ist. Das macht Sinn. Und das Feuer sagt, nein, da darfst du nicht lang. Na, das Flugzeug geht langsam runter. Die DF-0301. Und ganz unscheinbar ein kleiner Turm. Mitten im Meer. Ja, der sieht doch gemütlich aus. Schwimmen wir doch mal hin, oder? Also wie verzweifelt muss man sein, um da wirklich dann hinzuschwimmen? Ich meine, man hat nicht viele Möglichkeiten, wenn man sich das, ne, also was willst du machen, wenn du mitten im Meer irgendwo bist? Der einzigste Überlebende. Aber trotzdem. Und so fängt alles an. Das weiß ich nicht, Junge. Du bist einfach hässlich. Aber die Mucke ist cool. Mein Gott, ey. Ja, sehr vertrauenserweckend. Da gehen wir doch mal rein. Und da das so vertrauenserweckend ist, ziehen wir an diesem Hebel. Wer würde das nicht tun, nicht wahr? In einem schwarzen Turm mitten im Meer, Treppen runterlaufen, und da ist eine Tauchkugel und man geht einfach mal rein.
schon ziemlich krass. Fire at your fingertips. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Bella Mias. Und guck mal, wer da oben steht. Und guck mal, wer da unten schwimmt. Hallo, Wal. Ich spreche Wal. Ja, vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. All the things of the earth. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Aha. Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Telekinetics? Ah ja, viel gut Telekinetics. So, dann kann das der Spaß ja beginnen, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich habe das schon mal angezockt gehabt mit jemandem und ist auch egal. Und kenne halt schon mal die Steuerung und so das meiste. Aber ja. Happy New Year 1959. Okay. Können wir dann? Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte, Lady. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Ey, du Fotze! Hör auf! Ist das jemand Neues? Ja. Ja, schrei du mal. Ich hau dir gleich richtig in die Fresse. Komm hier hin. Komm her. Komm. Wo bist du, hä? Wo bist du hin? Was machst du da? Was du da machst, will ich wissen. Ey, du blöde, dämliche Fotze. Was machst du denn da? Komm hier hin. Komm her. Bist du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Nee, ich kann nicht. Komm hier hin jetzt, du blödes Stück Scheiße, du. Ja, was ist denn? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Tach, will ich auch. Musst dich ein Stück nach oben bringen. Schön, dass du willst, dass ich am Leben bleibe. Atme tief durch. Ich will auch am Leben bleiben. Ich will auch, dass ich das will. Keine Sorge. Lass dich nicht hängen. Das will ich doch nicht geraten haben. Müssen Sie aus Ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. I didn't care. Komm her, ich hau dir richtig ins Gesicht, ey. Ich schenk dir einen Sieg. Hoppala. Ja, komm. Ah!
Mach ich. Hallo? So. Wer will jetzt hier eins aufs Maul? Komm her! Grinst du etwa? Hä? Hör auf zu grinsen! Hör auf zu grinsen! Und nochmal auf den Sack. So. Ah, grinst du nicht mehr, ne? Ne, kommen wir so nicht weiter. Schmatzt du den mal ein. Jawohl, so geht das doch voll klar. Ja, nehmen wir doch mal hier so ein hübsches Teil. Spritze? Hand? Ja, was machen wir da? Rein damit! Würde ich auch machen. Ohne Scheiß. Autsch. Wem muss ich jetzt eins aufs Maul hauen, weil ich Kopfschmerzen habe? Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Geht dich ein Scheiß an? Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von deinem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Interessant. Und da ist Big Daddy. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Viele interessante Leute, die überhaupt nicht verwirrt sind. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Spielen wir da einfach mal eine Runde Lost, oder was ist hier los? Alter, was geht denn hier ab, ey? Oh, da soll ich wohl nicht lang. Was? Ach Quatsch, Junge. Komm her! Komm her! Wo ist das Problem? Ey Junge, du siehst voll scheiße aus. Und er grinst schon wieder. Ey, hat er gewunken? Hör auf zu winken! Ich geb dir Winken, ey. Die Hand da weg.